Sehr fröhlich feierten die Bewohnerinnen und Bewohner im Senecura-Sozialzentrum Pressbaum gemeinsam mit dem Betreuungsteam den Muttertag. Unser Maifest hat eine jahrelange Tradition bei uns im Haus und seit Bestehen des Hauses machen wir dieses Fest und unsere Bewohner sind einfach wirklich mit Freude dabei. Eine Feier, die vom Pflegepersonal natürlich viel Aufwand erfordert. Es erfordert viel Aufwand, aber es ist genauso für die Pflegepersonen eine Abwechslung und sie lieben es genauso. Und es ist für sie auch eine Freude, wenn sie sehen, wie sich die Bewohner darüber freuen. Das ist eigentlich auch ein schönes Geschenk für sie. Ein wunderschönes Weihfest. Ich glaube, der Herr Bürgermeister hat das schöne Wetter bestellt fürs Maifest. Was da fehlt, ist ein Maibaum. Der fehlt aber im Pressbaum auch, weil den haben sie uns gestohlen. Wir freuen uns, dass wir immer wieder eingeladen werden in Senecura. Wir kommen sehr gerne hin, wir kommen zu allen Veranstaltungen ins Haus, zu Geburtstagsfeiern, zu den Maifeiern, zu den interessantesten Vorträgen, die es da gibt. Es ist ein sehr offenes Haus, ein sehr lebendiges Haus und es ist mit unserer Stadtgemeinde ein gutes Zusammenarbeiten. Veranstaltungen und unsere Aktivitäten, die wir hier im Haus für unsere Bewohner veranstalten, sind eine willkommene Abwechslung zum Alltag und werden mit Freude angenommen. Ich denke, es fühlen sich alle Bewohnerinnen und Bewohner wohl und ich bin ja auch für Soziales zuständig und auch es ist sehr gut, wenn die Hemmschwelle überbrückt wird. Da immer wieder auch Gäste willkommen sind, heißt es nicht, na, da muss man ins Heim, sondern man weiß, wo man hinkommt, meistens ist es ein offenes Haus und dadurch fühlen sich alle sehr wohl. Sie genießen es in vollen Zügen und sie schwärmen auch den ganzen Abend immer noch und am nächsten Tag. Und wir versuchen auch sehr viele Feste und Organisationen zu machen für unsere Bewohner.